Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch mal kurz mal meine Paletten zeigen. Ich filme ja immer wieder zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe. Jetzt habe ich gerade ein bisschen wieder Haushalt gemacht. Jetzt habe ich die Muße und die Lust, ein Video zu machen. Zu meinem Lippenstift. Ich trage zurzeit NYX Metallic Lip Cream. Ich finde sie cool. Habe aber gemerkt, es gibt so einen hässlichen Rand mit Kaffee zusammen. Also das sah nicht so schön aus. Und drüber gegeben habe ich von Zoeva Lip Crayon. So sieht das Ganze aus. In der Farbe... das ist so eine neue Reihe, glaube ich, oder? Auf jeden Fall finde ich ganz cool. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Naja, kommen wir jetzt zu meinen Paletten. Make-up Revolution Soft X Palette. Die durfte einer der neueren Make-up Revolution Paletten. Soft X Palette kann ich nur empfehlen. Sie hat, glaube ich, noch was rausgebracht. Das möchte ich mir auch zulegen. Ich muss sagen, die Pigmentierung und alles stimmt. Das sieht einfach fantastisch aus, wenn man das aufs Augenlid aufträgt. Und ich finde überhaupt nicht, dass sie schlecht sind. Ja, ich kann sie nur empfehlen, wer gerade so knallige Farben einfach mal aufs Auge ballern will, der ist da wirklich auch mit Nude und wirklich vielfältig. Das ist einer der vielfältigsten Paletten von Make-up Revolution. Hat ja einige im Sortiment, ne? Da muss man das schon abwägen. Ich habe auch einige aussortiert, die mir nicht so mehr zusagen oder die mir einfach nicht mehr gefallen. Ja, was soll's, ne? Habe ich beide Ohrringe drin hier. Dann haben wir die ältere von den beiden, die Soft X Palette Ultra Eyeshadow, 24 Eyeshadow, und da sind nur 18 drin. Ja. Aber ich muss sagen, auch diese, die gehört zu den neutraleren, die hat auch mehr Matttöne drin, glaube ich, als die andere. Ja, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 Matte sind bei denen drin und da sind schon mal 8 Stück, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, es sind ja auch mehr Töne drin. Gefällt mir sehr gut von der Pigmentierung. Ich habe das gekauft, weil es eben eine matte Range gibt. Ja, hier neutrale Looks. Ich habe auch gerne neutrale Looks. Auch wenn ihr mich selten mit neutralen Make-up seht, sage ich mal, bin ich trotzdem in der Lage, auch mal was Natürliches zu tragen. Ich boller mir einfach gerne Lidschatten drauf. Ich spiele damit einfach gerne. Diesen Look habe ich mit euch heute morgens kreiert zum Beispiel. Es gefällt mir einfach. Ich finde es einfach schön, ein schönes Augen-Make-up zu tragen, weil ich selten Lippenstift trage. Deswegen boller ich mir lieber was drauf. Dann haben wir die Settled Caramel Palette. Die finde ich wunderschön. Ich hätte auch gerne das Pendant dazu. Das Pendant habe ich, glaube ich, sogar das... Nee, habe ich nicht. Das ist ja die Karamellpalette, glaube ich, von Too Faced. Die Satin, nicht die Satin, sondern die, ja, die hellere Version von der Chocolate Bar. Ich muss sagen, habe ich letzter Zeit nicht viel getragen, weil einfach wieder Neues aktuell ist. Aber ich muss sagen, ich liebe die Brauntöne. Wie gesagt, ich bin auch in der Lage, natürliche Make-ups zu tragen. Und die sind auch super pigmentiert. Gefällt mir fantastisch. Der Geruch, ja, könnten sie auch rauslassen. Einfach Make-up ohne Geruch. Also gerade, muss ja nicht unbedingt sein, ne? Aber die kann ich zum Beispiel auch empfehlen. Ich finde auch die Verpackung natürlich total süß. Ja. Dann haben wir hier eine orangene. Um 10 Uhr kommt meine Freundin. Eine orangene Palette. Wir haben jetzt gerade Viertel vor. Eine orangene Palette von... Make-up Revolution, die ist auch wirklich orange angehaucht. Ich muss mittlerweile sagen, die riecht gar nicht mehr nach Orange. Die hat damals nach Orange gerochen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt oder gar nicht daran gedacht, dass das irgendwie was damit zu tun hat. Ich muss sagen, auch diese Farben sind wunderschön. Auch die habe ich sehr selten, sage ich mal, benutzt. Aber trotzdem, wenn, dann habe ich sie geliebt. Also ich habe mittlerweile auch wirklich nur Paletten, zu denen ich auch greifen kann, ohne Bedenken. Also die Pigmentierung ist einfach 1A. Kann ich euch einfach empfehlen. Die macht einfach wunderschöne, warme Looks. Toll geswatcht. Ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
Bisher kann ich nicht sagen, dass ich euch eine Palette nicht empfehlen kann. Wenn, dann habe ich sie wahrscheinlich schon selbst aussortiert. Ich kann euch ja mal zeigen, welche ich aussortiert habe. Einfach mal so eine Rundum-Geschichte. Dann eine wunderschöne Packaging. Das habe ich ja, glaube ich, zu Weihnachten getragen letztes Jahr. Die ist an Huda Beauty an die erste angehaucht. Wirklich wunderbare Palette. Auch diese Glitzertöne. Man muss gucken, wie man damit klarkommt. Am besten Primer drunter oder irgendeine klebrige Basis. Dann hält das auch bombenmäßig. Also ich muss sagen, ich war die ganze Weihnachten top geschminkt. Ich hätte es wahrscheinlich noch am ersten und am zweiten Tag tragen können. Ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann haben wir ein W7-Produkt hier, Natural and Berry Eye. Das ist an Modern Renaissance angehaucht. Auch die ist gut pigmentiert. Ich mag die Pappverpackung. Sie ist super handlich, hat auch einen Spiegel. Brauche ich ja eigentlich nur für Tutorials, sonst schminke ich mich immer mit einem etwas größeren. Auch die ist nicht schlecht pigmentiert. Ich würde aber sagen, an Make-up Revolution kommt die nicht ganz so dran. Aber sie ist in Ordnung. Dann haben wir auch noch eine Palette W7 hier. Auch die ist in Ordnung. Mal ne? Noch ein Neustart. Ich muss sagen, diese Palette gefällt mir sehr gut. Gerade weil es so schöne grüne und bordeauxfarbene Töne gibt. Also einfach mal was Außergewöhnliches aus der Komfortzone aus Braun und Rot. Ich muss sagen, da ist fast nichts Warmes dabei. Muss man so sagen. Einfach eine sehr kühle, aschige Farbzusammenstellung. Ich meine auch die, ich finde die nicht wirklich warm, sondern ich finde es einfach, ja, mal eine ganz andere Kombination. Ich muss sagen, Subculture hätte ich mir so nicht gekauft, aber als Dupe oder angehaucht an die Subculture finde ich sie nicht schlecht. Muss mal gucken, was ich noch von dem anderen Ton da mache. Dann haben wir hier Make-up Obsession Life Love and London. Ich muss sagen, es ist einer meiner absoluten Lieblingspaletten. On the go. Also mit der kann man sich wirklich tolle, neutrale Looks schminken. Na, sie juckt mal wieder beim Video. Hier ist ein Highlighter dabei, dann ein neutraler Ton, ein Verblendeton, ein Verdunklungston, zwei oder drei Schimmertöne, was will man mehr? Und es geht schon in die warme Richtung, aber sehr neutrale warme Richtung, finde ich jetzt persönlich. Ich liebe diese Palette, die kann ich euch absolut empfehlen. Das ist auch, glaube ich, die Herbstpalette von Make-up Obsession. Da kann man sie ja entweder zusammenstellen oder man ja, kauft sie so. Ich habe sie damals so gekauft. Dann komme ich nochmal zu den Paletten hier. Ja, ich sehe gerade, die Lidschattenpalette ist dabei. Einmal von Colourpop habe ich dieses kleine Schätzchen hier. Da sind vier verschiedene Töne drin. Auch damit kann man sich ein super Make-up schminken. Denn da gibt es einen Basiston, ja, einen Verdunkelungston und zwei Highlighter-Töne. Eine aufs Lid, eine im Augenwinkel. Bombe sieht man aus. Ich muss sagen, diese Palette lohnt sich auf jeden Fall. Wenn sie nicht so globig wäre, könnte man sie auch mit auf Reise nehmen. Dann habe ich ein Favorit von mir, auch von Colourpop. Das ist ja, rosa kann ich lesen. Und das ist wahrscheinlich eine Kooperation mit Colourpop. Meine Fingernägel passen so super zerstört dazu. Die hat keinen Spiegel, brauche ich aber auch persönlich nicht. Hier sind vier matte und acht schimmernde Töne. Man kann fantastische Looks damit zaubern. Fantastische Make-up-Looks. Ich liebe diese Palette. Ich kann euch die absolut empfehlen, mal da auch bei Kleiderkreisen zu schauen, weil an Colourpop kommt man ja bekanntlich etwas schwerer dran. Dann haben wir die Oshun-Palette. Ich weiß nicht, ob ich es. Nee, habe ich euch nicht vorgestellt. Oshun von OPV. Ich muss sagen, Bombe, Bombe. Ich liebe diese Palette. Ich habe schon einige Looks kreiert. Auch einen Look habe ich mit euch zusammen kreiert. Es ist einfach eine fantastische, warme Palette. Für den Alltag kann man schöne Looks zaubern, aber so wie auch für den Abend. Also ich finde, absolut machbar. Mit, ich glaube, 32 Euro ziemlich happig, muss ich sagen. Für das Geld hätte ich es mir nicht gekauft, aber es gab 20%. Und bei 20%, Leute, bin ich zu kriegen, ne? Dann habe ich hier eine Pixi-Palette. Ja, was soll ich euch sagen? Ich war nicht ganz so begeistert. Ich finde, für High-End ist die echt schlecht. Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, alle Farben sehen gleich aus auf dem Lid. Ich hatte nicht das Gefühl, man kann sie wirklich aufbauen, denn man nimmt da auch was ab.
Ich kann sie euch nicht empfehlen. Ich behalte sie jetzt noch. Vielleicht trashe ich mal auch was High-End-mäßiges und pack die mal rein oder so. Oder ich behalte sie einfach für natürliche Looks. Ich muss mal gucken. Aber so an sich kann ich sie euch nicht empfehlen. Dann ist mir hier was reingewandert hier von Essence. Die werde ich auch aussortieren. Ich finde sie zwar schön, so an sich, ne? Aber ich mag Verpackungen nicht, die man nicht umklappen kann oder zumindest komplett aufmachen kann. Ich weiß ganz genau, ich bin so trottelig und mir zerbricht das. Geht kaputt. Von daher kann ich euch die nicht raten. Kommt auch wahrscheinlich in irgendein Paket mal rein. Dann haben wir hier die Bronze. Dazu gab es auch vor kurzem einen Look. Habe ich für die Niki und noch für eine liebe Christine geschminkt. Dein Namen weiß ich jetzt. Du hast mir gestern geschrieben, das kann ich mir dran erinnern. Ich habe extra nochmal gelesen. Diese Palette kann ich euch jetzt auch mittlerweile nicht empfehlen. Mir fehlt eindeutig ein ganz heller, matter Ton drin. Einfach und ein Blush oder halt eben einfach gar nichts von beiden. Ich muss sagen, der Bronzer ist sehr stark pigmentiert und sehr krümelig. Es ist schwierig, damit zu arbeiten. An sich die Palette eine wunderschöne One-Shadow-Look-Palette. Dafür kann ich sie empfehlen, aber so an sich, ich würde es jetzt nicht mehr raten. Also ich würde jetzt, ich habe jetzt andere Prioritäten, andere Standards, sage ich mal. Ich kann das Wort nicht. Prioritäten, nee. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Heute klappt es nicht. Andere Standards auf meine Leistung, die eine Palette erbringen soll, die hat sie jetzt nicht mehr mittlerweile erfüllt. Es tut mir leid, auch wenn jemand sie nachgekauft hat durch meine Empfehlung. Vielleicht kommt derjenige ja damit klar. Ich habe einfach viele Paletten und ich weiß einfach, was ich will mittlerweile und was nicht. So aussortiert wird auch die hier, Beautiful von Essence. Ja, im Standardsortiment kann ich mittlerweile nicht, also ich hätte sie mir auch nicht gekauft, sage ich mal, für 8 Euro. Ja, für jemanden, der gerade anfängt, ist das eine optimale Palette. Ich bin da schon einige Jahre drin, sage ich mal. Ich habe andere Erwartungen an einer Palette. Ich finde sie trotzdem schön. Ich habe einen Look damit kreiert, gefällt mir trotzdem gut. Aber für mich darf sie aus meiner Sammlung verschwinden. Dann haben wir Follow Your. Da hatte ich überlegt, ob ich sie behalten soll, aber schlussendlich habe ich so viel an Paletten und die darf jetzt auch meine Sammlung verlassen. Die gefällt mir soweit auch ganz gut. Für den Anfang ist das auf jeden Fall was. Auch gut pigmentiert. Kann man nicht meckern drüber. Sage ich einfach. Oh. Kann man gute Looks mit zaubern, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Oh, bist du mein Kämpfer? So, zur letzten Palette. Nikolai Schatz, noch eine Palette und dann komme ich zu dir. Noch eine Color. Ja. Habt ihr auch gemerkt, mein Sohn hat generell immer Hunger, wenn ich keine Zeit habe oder gerade was er machen will, da hat er immer Hunger. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Sohn vom Stamm fällt. Es ist auch so, dass mein Sohn gerne nach dem Essen essen will. Keine Ahnung warum, was ihn da so ja, prägt. Keine Ahnung. Letzte Palette hier, Colourpop I see it's magic und die ist wirklich magic. Ich konnte sie in den Favoriten nicht richtig zeigen. Ich vermute gleich scheppert es eher an der Tür und ich kann sie wieder nicht zeigen. Aber eine fantastische Pigmentierung, eine kleine, große Vielfalt. Die Palette ist mega klein, sie ist handlich. Man kann sie mitnehmen, es ist kein Spiegel da. Das einzige Manko ist dieses Gummierte an der Verpackung. Da bleibt wirklich jeder Lidschatten hängen. Also die ist dann so ein bisschen verschmutzt, was mich. Es stört mich schon ein wenig. Ich bin da, was meine Sachen angeht, schon gerne auch mal. Ich putze ab, ne? Ich wisch gerne drüber, damit einfach das nicht entsteht, das so Sauerei, ja. Ich bin da jetzt nicht um Gottes Willen, keiner darf reindätschen, aber ich achte schon gerne auf auch hochwertige Sachen. Ich muss sagen, ich hatte sie eine Woche mal drin in meinem Korb, sag ich mal. Hab sie 3 Tage, glaube ich, benutzt. Mega geil, egal welchen Look ich geschminkt habe, er hat mir immer gefallen und macht für mich eine Palette aus. Wenn ich das Gefühl habe, jede Farbe mi mischt sich miteinander und verblendet sich super, dann ist es eine perfekte Palette für mich. Egal welche Farbe ich nutze, sie ist gut pigmentiert, sie lässt sich gut auftragen, sie ist einfach brillant auf dem Auge, so wie sie auch im Pen ist. Aber wenn ich jetzt eine Palette habe, so wie die Pixie, die alles so ineinander wischt und eigentlich habe ich immer nur einen Braunton, egal wie viel ich aufbaue, egal was ich benutze, es ist immer gleich, dann ist für mich eine Palette eigentlich raus.
Kann ich euch auch empfehlen. Also ich bin bisher immer mit den Colourpops am allerzufriedensten. Zufriedensten? Gibt es da überhaupt eine Mehrzahl? Ich bin immer zufrieden mit Colourpop. Ich kann da überhaupt nichts aussetzen, bis auf die Verpackung. Wobei die Verpackung, also das Packaging ist einfach einmalig, ne? Nur dieses, hallo, nur das Gummierte nervt mich. Somit haben wir wieder einen Stapel abgearbeitet und wir befinden uns garantiert noch in mindestens drei Teilen. Vermutlich drei Teile noch und dann sind wir mit den Lidschatten durch. Denn so kurze, knackige Videos sind wahrscheinlich für euch auch lieber, wie jetzt ewig 30, 40 Minuten zuhören. Deswegen mache ich lieber viele kleine und abwechslungsreiche. Immer mal wieder irgendwas. Und ja, somit wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ihr Lieben.